Im brandenburgischen Kaput liegt das Himmelreich. Für die einen eine Campingoase, für die anderen ein Fulltime-Job, bei dem kein Tag dem anderen gleicht. Ach du Scheiße, 128 verschiedene Sachen, die ich hier anbauen muss. Oh nee. Wie ist denn da fest? Das hält dann hier mit heißer Luft und Liebe, oder was? Platzchef William hat alle Hände voll zu tun. Chaos, überall Chaos, Sieg. Bruder und Gastroboss Maximilian auch. Insgesamt 3 Burger, 3 Schnitzel. In dieser Saison stehen große Veränderungen an. Der alte Schrott muss runter, der in die Jahre gekommen ist. Und dann entsteht hier eine neue Dauercamper-Area. Clanchef Roger hat eine Vision. Und alle müssen ran. So lange halten wir das da nicht durch. Eine Woche kann man das hier durchziehen. Das 12 bis 14, 16 Stunden Programm. Aber danach ist echt Schicht im Schacht, denke ich. Trotz Schweiß und Nerven, der Spaß darf wieder nicht zu kurz kommen. Oh, ich kann da gar nicht hingucken. Nee. Guck dir das an. Oh, ist das nicht geil. Dann kann's ja losgehen. Auf die neue Saison. Auf die neue Saison. Eine Halbinsel im Havelwasser von Brandenburg. Hier liegt der Campingplatz Himmelreich, aktuell noch im Winterschlaf. Bis jetzt. Denn bevor die Pforten wieder für alle öffnen, heißt es Frühjahrsputz. Zum Start in die neue Saison soll hier schließlich alles glänzen. Auf alle Fälle ist der Laubeinsatz immer der Auftakt im Himmelreich. Die Leute kommen, erwachen aus dem Winterschlaf, freuen sich auf das Miteinander. Und dann wird fleißig gehakt. Jeder will es schön. Aha, Saison ist wieder. Man hat auch wieder Lust. Nicht nur das Laub muss weg. Einer der Dauercamper zieht aus dem Himmelreich aus. Und Familie Groß räumt so richtig auf. Und geht runter, ja? Das alte Mobilheim wurde verkauft und soll vom Platz. Um Platz für Neues zu schaffen. Der alte Schrott muss runter, der in die Jahre gekommen ist. Und dann entsteht hier eine neue Dauercamper-Area. Das ist 30, 40 Jahre alt. Bringt nichts mehr. Zum Anfang gibt's also gleich einen Abschied. Und auch Roger wird ganz kurz sentimental. Wolf, wie lange warst du hier? Dauercamper? 50 Jahre, bestimmt, war 33 Jahre. Das war schön, der Roger. Ja. Das war schön, auch bei dir. Na ja, Rolf, was willst du machen? Ja. 20 Jahre, wir haben... Die Zeit geht vorwärts. Wir werden alt, ich bin 84, was soll das? Also siehst du nicht aus. Ja. 84, das Himmelreich hat dich jung gehalten. Ja, ich hatte eine chronische Bronchitis. Oh. Seitdem ich im Wald und Wasser mit dem Boot viel unterwegs war. Bad weg. Rolf Kufus ist einer der Ältesten. Da fällt einem der Abschied schon schwer, ne? Muss man schon sagen. Wir sind nicht froh, dass einer aufhört. Aber wenn jemand aufhört, dann wollen wir natürlich nicht, dass da in dieses Schneckenhaus von Rolf der Nächste einzieht, sondern wir bereuen es dann. Anstelle des alten DDR-Plastikhäuschens sollen hier auf knapp 3000 Quadratmetern bis zu 15 moderne Stellplätze für Dauercamper entstehen. So zumindest Rogers Plan. Umsetzen muss ihn gerade William. Mit Hilfe von Aushilfe Mike. Jetzt wieder vor. Jetzt wieder vor. Vor, vor. Schritt. Perfekt. Ach, du kannst auch schon langsam nach da, wenn du willst. Schön rum. Du bist beim Parken jetzt. Oder schieb ihn raus, dann kommt, dass du gerade kommst. Ja. Ja, so ist es. Ja, Gott sei Dank ist das jetzt alles soweit problemfrei gelaufen. Als nächstes kommt jetzt der Tieflader. Da wird das noch aufgehoben. Dann ist die Aktion für heute hier erledigt an der Stelle. Wenn er sich da mal nicht täuscht. Denn noch ist vom Tieflader weit und breit nichts zu sehen. Eigentlich wird William längst von seinen Dauercampern beim jährlichen Laubeinsatz gebraucht. Mann, ey. Wie spät ist es denn? 9.04 Uhr. Jetzt nicht kein TÜV-geprüfter Ehrenmann auf jeden Fall, von der um die Uhrzeit geht.
So eine Verspätung kann ich natürlich heute ausgerechnet gar nicht gebrauchen, denn wir haben heute den Laubeinsatz. Und eigentlich sind beide Radlader ununterbrochen gefragt, das ganze Laub abzutransportieren. Das ist natürlich jetzt gerade irgendwie ein kleines Desaster. Ich lock mich mal bei den Kameras ein, um zu gucken, wann der hier kommt. Wie wir sehen wir nichts. Wir sehen nirgendwo einen Tieflader, der hier angerollt kommt. Was nützt die modernste Technik, wenn man sich nicht auf Absprachen verlassen kann? Während die anderen Dauercamper den Platz frühlingsfrisch fegen, wollen die Campingnachbarn Enrico und Susi ihre Parzellen pünktlich für den Start in die neue Saison auf Vordermann bringen. Heute wird entrümpelt. Morgen! Ich habe schon mal angefangen. Sieht jetzt ein bisschen aus wie bei der Bombe eingeschlagen. Du okay, dann hätte ich jetzt gehabt nur verschlafen. Das ist kein Problem. Susi und Enrico sind Nachbarn seit 2 Jahren und daraus ist natürlich eine Freundschaft entstanden. Erklärst du mir, was wir machen? Ja, ich würde im Mobilheim die ganzen Sachen alle raus und das, was wir wegschmeißen. Und Schuppi? Schuppen habe ich angefangen, das liegt alles schon da, sodass wir das nachher alles einsammeln. Und dann, wenn das alles weggefahren ist, dass wir innen drin halt komplett mit Wischen, Saugen, alles abwischen machen. Frühjahrsputz! Also ein Frühjahrsputz quasi, wie er im Buche steht. Sicherlich müsste Enrico und Susi auch vorne den Rechen schwingen. Aber die sind eh vom Laubeinsatz befreit, weil Enrico und Susi, die packen eh überall mit an. Die halten hinten die Flächen auch sauber. Du nimmst das, ich nehm das. Ja. So? Ja. Einfach auf den Hänger schmeißen. Und los geht's, wenn auch mit Verspätung. Jetzt! Um Gottes Willen, das ist von meiner Schwiegermutter. Nicht wegmachen. Was ist denn das überhaupt? Das ist, da kann man Blumen drinne pflanzen. Na gut, wenn es von deiner Lieblingsschwiegermutter ist, dann behalten wir es. Zum Glück hat Susi nicht zu jedem Gegenstand eine so persönliche Bindung. Der Hänger füllt sich. Aber sieht doch erstmal grundsätzlich nicht so schlecht aus. Ey, es sieht schon. Ja, ich guck muss mal. Ganz, ey, guck dir das an. Wir müssen mal durchhaken. Die Platten noch mal neu hinlegen. Ja, genau. Und dann können wir hier auch mal anfangen, das wirklich als Geräteschuppen zu nutzen. Naja, also wenn die natürlich so ein Tempo vorlegen, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass sie vorne noch beim Laubeinsatz mit dran teilnehmen. Vorsicht. So. So, was sagst du? Na warte, stell mal hin. Ja, müssen wir ein bisschen nach hinten schieben. Weiß. War jetzt nicht so die ideale Idee. Was ist denn das für ein Sack hier? Den hat Andrea und Locke gefragt, ob wir den mitnehmen können zum Wertstoffhof. Ja, toll. Ist egal, hat geschneit. Nee, guck mal, das sind da nicht so. Ja, ich. Pass auf. So. Jetzt weiß ich aber auch, warum sie uns das gegeben haben. Ja. Weil unsere Freunde uns immer sehr gut leihen können. Na, das fliegt alles raus. Ja. Ja. Ja, dass der Chef vom Platz uns den Kopf abreißt so, jetzt. Für die Dinger, das ist schon klar, oder wie? Na, ins Baumarkt fahren, Laubsauger holen, die ganzen Murmeln müssen wieder eingesaugt werden. Oh, nicht anfassen! Nee. Ich sag mal dazu nichts zu dem Blödsinn. Gib mir mal die alte Hängematte. Na, manche Dinge klappen nicht so, aber lösungsorientiertes Denken, das kann er, der Enrico. Und wer einen Plan hat, hat auch in kurzer Zeit den Hänger voll. Manchmal ist die Gewalt auch eine Lösung. Gut, dass wir den Hänger haben, weil da hat sich wirklich eine ganze Menge angesammelt. Also. Überleg mal. Ja, das war alles da drin. Da. Juhu! Und Abfahrt. Die Entrümpelungsrunde war erfolgreich. Während die Camper sich von Altem verabschieden, heißt Gastrochef Maximilian neues Willkommen. Ab sofort leben im Himmelreich nicht nur rund 250 Dauercamper, sondern auch ein paar tierische Gäste. 2 Ziegen sind gestern eingezogen. Dauercamper Daniel hat sie gebracht und schaut zur Eingewöhnungsphase noch mal vorbei. Na hallo. Da sind sie. Oh. Bei uns im Himmelreich, wir haben Neuzuwachs bekommen von 2 Ziegen. Und der Hintergrundgedanke war, dass wir hier für die Kinder ein bisschen was machen, sodass sie da ein bisschen vielleicht auch mal was füttern oder vielleicht auch mal gezwickt werden, dass man ein bisschen was lustiges hat hier auf dem Platz. Die erste Nacht im Himmelreich ist rum. Jetzt sollen sie ihre eigene Parzelle kennenlernen.
Na, was denn? Na, kommt mal raus. Mit euch werden wir Späßchen haben. Guck mal, wie die aussehen. Ich hoffe mir natürlich eine kleine Kumpelbasis, wenn man dann da reingeht und so Hallöchen, dann kommen die angemäht gleich und dann kann man die ein bisschen streicheln. Das wäre natürlich so die Wunschvorstellung. Oh, du hast ja auch noch schöne Leckerlis, sehe ich gerade. Ja, zeig mal. Probier die doch mal aus. Ob sie das essen, wa? Ne? Nein, nicht du, die Ziegen. Himbeer? Ja, Anis, Himbeerleck irgendwie. Das schmeckt aber ganz lecker. Na, dann wird's denen auch schmecken. Mit Sicherheit. Autsch! Noch ist der Neuzugang wohl nicht auf Kuschelkurs eingestellt. Dann lassen wir sie jetzt erstmal in Ruhe, dass sie ankommen können und dann. Genau. Okay, herzlich willkommen. Und wenn er nicht ruhig kommt, da schneller in den Topf, als wie ihn lieb ist. Na gut, klar. Bis später. Bis später. Bis später. Nee. Die werden schon noch rauskommen, ja. Also die werden sich schon an ihr Gehege gewöhnen. Noch sind ja auch keine Gäste da, Gott sei Dank. Und ich denke, das wird schon irgendwann. Irgendwann. Damit gibt Bruder William sich heute nicht zufrieden. Ein verkauftes Mobilheim aus den 60er Jahren soll vom Platz. Und zwar jetzt. Er kommt. Da, er kann sehen. Der Tieflader rollt gerade ruf, wie man sehen kann. Dann wird es hoffentlich in 20, 30 Minuten erledigt sein. Er muss natürlich auch ein bisschen was vorbereiten, aber dann sollte es recht schnell vonstatten gehen. Der größte Feind der Qualität ist ja bekanntlich die Eile. Fahrer Ronny nimmt sich lieber die Zeit und setzt auf Genauigkeit. Denn ganz bleiben sollte die in die Jahre gekommene Sommerresidenz beim Aufladen auf jeden Fall. Sollen wir schon mal hochheben? Ja. Ja, wir heben einfach schon mal hoch. Es ist natürlich ein interessantes Unterfangen. Ne? Also wir haben hier ein Mobilheim, was so 3,5 Tonnen wiegt. Der Radlader schafft 1,5. Er würde auch die 3,5 schaffen, aber dann würde der Arsch hinten hochkommen. Deswegen heben wir den zweiten Radlader, den kleinen, und heben mit an. Und damit werden wir dann hoffentlich schaffen, das Mobilheim sicher abzustellen und wird nicht auseinanderbrechen. Es muss jetzt also so weit hoch, dass Ronny mit dem Tieflader drunter fahren kann. Komm mal hier, guck. Bruno, heb mal hoch. Das ist hier in jedem Fall eine wackelige Nummer und auch Millimeterarbeit, denn das Mobilheim ist genauso breit wie der Hänger. Das erfordert genaue Absprachen. Hallo? Hoch. Eieiei, das wird ja eine knappe Nummer hier. Doch der Trucker ist Profi und rangiert den Tieflader passgenau unter das Ferienhäuschen, während es über dem Boden schwebt. Soweit sieht es eigentlich ganz gut aus. Jetzt müssen sie gucken, dass sie die Stützen runterdrehen, dass das sicher steht und die es dann verzurren können, um eine sichere Fahrt zu haben. Stopp! Kann man hier noch hin? Lass mal, runter! Da, guck mal, der da. Ja, halt, stopp! So, lass mal runter. Krieg mal immer noch. Also ich möchte meine Finger da jetzt nicht gerade haben. Hier, da drüben noch. Gut. Lass mal runter. Okay. Nach 25 Minuten ist die Aktion erledigt. Abfahrt. Dankeschön. Hat vielleicht gut geklappt mit euch. Dann haben wir damit das Thema Mobilheim erledigt für heute. Na Gott sei Dank. Perfekt. Gut, dann Feierabend. Ja, die Aktion war natürlich nervenbefreiend. Mit zwei Radlern gleichzeitig irgendwas anheben, machen, tun, fahren. Es ist ja nichts Alltägliches. Und ich bin froh, dass jetzt das erledigt ist. Und jetzt kann ich mich der eigentlichen Aufgabe widmen heute, dem Laubeinsatz. Und es wird auch höchste Zeit, dass William und sein Radlader anrollen. Der Frühjahrsputz im Himmelreich ist in vollem Gange. Überall kämpfen die Dauercamper mit den Blätterbergen. So auch Jutta, Dave und Gisela. Wenn nicht hochliegt, wenn der Wind kommt. Nur so, dass ihr alle drei, nicht alle nur ich. Aber einer fehlt doch. Ach, da ist er ja. Achim fällt leider verletzungsbedingt aus. Warum eigentlich? Das ist, wenn man nicht geradeaus laufen kann. Ja. Der Mülleimer im Weg steht, der zerborsten ist, dann hat man sich die Plasterecke im Unterarm. Hat sich da verhangen. Das ist nicht schön, würde ich sagen. Ich hätte gerne mitgemacht. Achim so ausgebremst zum Saisonstart hat wirklich noch nicht erlebt. Er ist ja so ein
so ein Rackerrand, der kann ja nicht still sitzen. Und deswegen, daran hat Achim schon ganz schön zu knabbern jetzt. Auch ohne Achim, dafür mit Williams Hilfe, ist das Laub schnell eingesammelt. Und zumindest diese Aufgabe ist pünktlich zum Saisonstart geschafft. Jetzt haben wir zum Glück noch ein paar Tage Zeit, bis die ganzen Touri-Heinze alle eintrudeln bei uns. Wir haben noch einiges zu tun. Die Dauercamper können sich aber schon mal zurücklehnen und ihren Saisonstart feiern. Für sie heißt es, auf Fleißarbeit folgt Belohnung. Und dazu lädt Gastrochef Maximilian ins Platzrestaurant ein. Moin! Auch gerne gleich in die Küche kommen, was zum Essen holen, wer Hunger hat. Das lassen die Helfer sich nicht zweimal sagen. Wunderbar, alle wieder da. Auftakt. Oma ist heute auch mit da und hilft mit Auskellen in der Küche fleißig. Laubeinsatz ohne Oma Gisela kann ich mir eigentlich nicht mehr vorstellen. Ist natürlich eine große Hilfe und ich freue mich immer, meine Oma zu sehen. Kommen Sie, kommen Sie. Zweimal. Für die Damen der Schöpfung gibt es so ein ganz kleines bisschen Blütenzauber. Dankeschön. Es ist natürlich ein Highlight zu sehen, dass alle Dauercamper hier wieder eintrudeln zum Laubeinsatz pünktlich. Das familiäre Dasein des Mikrokosmos des Himmelreich hier wieder alle zu begrüßen. Ich meine, wir sehen die Leute ja auch alle Monate lang nicht. Jeder hat Redebedarf, man unterhält sich, wer hat was gemacht. Geil, man freut sich drauf. Darf gerne starten. Ja, los, los, los. Also wir waren so fleißig, mir tut alles weh. Auf die neue Saison. Eine Woche später ist es dann soweit. Die Winterpause ist offiziell auch für die Touristencamper vorbei. Bis zu 10.000 Gäste erwartet das Himmelreich-Team in diesem Jahr. Auch William bezieht heute seine Sommerresidenz. Natürlich auf dem Platz. Schnell ein paar Sachen wegräumen. Und dann geht's auch schon wieder los. Ran an die Arbeit. Oh. Grüß dir. Oh, hier ist aber so kalt. Bilder runtergefallen und alles. Das ist ja nicht. Ja, was soll ich sagen? Man hat es halt hinterlassen, wie man es hinterlassen hat. Ist ein bisschen Chaos. Ja, Zeit jetzt irgendwas aufzuräumen, halt nicht. Ich muss mich jetzt umziehen und runter zur Rezeption. Arbeitsschule, ich hab's vermisst. So, wie spät ist denn das? 8.48 Uhr, 12 Minuten. In 12 Minuten startet jetzt die neue Saison. Das Team ist leider immer noch nicht vollständig. Trotz dessen werden natürlich gleich die ersten Camper anrollen, die wir alle herzlich begrüßen werden. Und jetzt müssen wir mal schauen, wie das alt wird. Ja, personell sieht es natürlich derzeit mal wieder schwierig aus. Wir wissen jetzt noch nicht genau, wann der Tobi wiederkommt. Also in Spanien ist er nicht geblieben. Hier ist er auch noch nicht. Jetzt müssen wir mal gucken, ob er auch wieder wirklich kommt. Ja, ansonsten Reinigungskräfte fehlen natürlich noch. Da muss ich selber erstmal ran. Und das werden keine rosigen Wochen bis dahin. Mahlzeit. Seit 6 Jahren regiert William als Rezeptionschef über das Himmelreich und seine Pforte. Freundin Emma kam als Urlauberin auf den Platz. Doch die einstige Sommerliebe ist inzwischen aus dem Team nicht mehr wegzudenken. Na? Alles gut? Ja. Sehr gut. Ja, ich freue mich, dass mich Emma hier heute tatkräftig unterstützt. Ist ja mittlerweile ihre zweite Saison. Sie ist ja mittlerweile auch ein kleiner Profi. Und hast schon mal nachgeguckt, was so ist? Ja, es sind 20 Anreisen heute. Ja, wäre es mir eigentlich ganz lieb, wenn du die aufstellen könntest. Ja, so 20 Anreisen, es ist alles immer im Rahmen des Möglichen. Und nach Hochsaison sind es eher so 50. Da ist man dann, da muss man dann mindestens zu zweit sein und dann rotiert man schon ordentlich. Also das definitiv. Dann müssen wir mal kicken, dass wir das heute alleine hier rocken. Wir sind echt schmal besetzt. Ich muss nachher das Waschhaus putzen. Okay. Dann muss ich Pipi Lounge noch mal kontrollieren, dass da auch wirklich alles funktioniert. Und dann kommt hier, denke ich mal, auch schon eine kleine Aufgabe ran. Guten Morgen, Dad. Wie geht's dir jetzt nach der OP? Naja, schwierig. Man ist halt eingeschränkt. So, ja, jetzt ist ja erst eine Nacht vorbei. Von daher. Vater hat einen schweren Fahrradunfall gehabt. Also er ist über den Lenker abgestiegen und hat so eine Bodenprobe genommen. Ist ganz schlimm. Wie läuft's für euch? Alles gut. Wir sind noch ein bisschen schmal besetzt. Ich und Emma rocken das hier heute zu zweit alleine.
Stunden 20 anreisen. Emma macht das am Wasser, ich das am Wald. Und dann kriegen wir das eigentlich alles hin. Gut, wir sehen uns. Ich muss mal machen. Ich mache ein bisschen noch ruhig und dann sehen wir uns später. Aber wir sehen uns später, wa? Bis dann, ciao, ciao. Tschüss. Ein Scheiß, ey. Fällt der ohne aus. Jetzt kann er nur noch labern, nicht mehr machen. Nach 4 Wochen absolute Stille. Mhm. Und das bei ihm. Bei ihm. Schwierig. Bei Familie groß. Ah, na gut. Ja. Ich weiß, dass der nicht still sitzen kann. Also er ist ja 4 Wochen auf absolute Stille angewiesen. Und ich glaube, nach einer Woche wird ihm die Decke auf den Kopf fallen. Ja, dann wir hoffen ihn schon. Bis gleich. Viel Erfolg. Danke, Schnucki. Ciao. Schnucki und William. Einfach ein Empfangs-Dreamteam. Auch die Crew des Platzrestaurants bereitet sich auf den ersten Eröffnungsabend vor. Die Ware kommt zwar pünktlich, aber ausgerechnet als Gastrochef Maximilian unterwegs und der neue Serviceleiter David alleine im Lager ist. Der Chef ist noch nicht da, aber Sie können doch schon mal runterfahren. David ist in diesem Jahr unser neuer Serviceleiter. Danny ist in diesem Jahr nicht mehr bei uns tätig. Und wir wollen, dass David hier Führungsqualität beweist. Demzufolge muss er jetzt erstmal hier ranklucken und sagen und zeigen, was er drauf hat. Was haben wir schon wieder alles bestellt? Das? Das soll sich ja lohnen, ne? Ja, jetzt kommt die erste Ware für die Saison. Viel Spargel dabei. Und viel Tiefkühlware. Das Problem dabei, es ist die erste Lieferung der Saison. Das Kühlhaus ist noch aus. Hast du eine Ahnung, wo hier das Kühlhaus angeht? Das was? Das Kühlhaus? Wo es vor der Eingang ist. Nee, wo das angeht. Nee, ne? Franzi? Weißt du, wo die Kühlhäuser angehen? Weil das Tiefkühlhaus ist nicht an und wir haben Tiefkühlbesucher. Franzi ist ja nun mal ein alter Hase bei uns im Gastro-Team mit dabei. Die hat ja letztes Jahr hier bei uns begonnen. Als Aushilfe im Service und hat sich dann so entwickelt zu meiner persönlichen rechten Hand. Doch auch der Hase weiß von nichts. Da hilft nur noch eins. Ich bin's, David. David, was ist los? Die Ware kommt jetzt gerade. Das ist so ein Traum. Tiefkühlhaus. Anschalten. Ist das der rote Schalter auf der Rückseite? Auf der Rückseite, ja, beide. Links und rechts sind 2 so eine Dinger an der Wand. Ja, warte mal. Also da, wo die ganze Leerzeug steht. On. Einfach nur an. So ein rotes Drehding ist das. Das muss man angeschalten. Okay, hab ich. Zettel unbedingt kontrolliert, ob ich mir irgendwas vergessen habe. Ja, machen wir. Dankeschön. Kein Ding, ich pack grad ein. Bis gleich. Bis gleich, ciao. Ich muss erstmal alles lernen, wo was ist. Und immer viel improvisieren natürlich. So. Mit so viel Stress am ersten Tag hat David nicht gerechnet. Frischer Spargel. Die Saison hat noch nicht mal angefangen und der Serviceleiter kommt schon ins Schwitzen. Nach und nach füllt sich aber das Lager und die Gäste können kommen. Na Franzi, ist alles da? Ja, ist alles komplett. Gäste können kommen. Auf jeden. Sehr gut. Ein erfolgreicher Auftakt. Auch ohne den Chef. Während seine Söhne Maximilian und William zum Eröffnungstag alle Hände voll zu tun haben, sind Clanchef Roger die Hände gebunden. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich komme aus Leipzig von einer Operation, frisch operiert. Ich bin mit dem Fahrrad gestürzt, Schulter-Eckgelenk gesprengt und alle Bänder ab. Hat man operieren müssen und jetzt war ich 3 Tage im Krankenhaus, im Gelenkzentrum in Leipzig. Gab es hier einen schönen Reißverschluss und örtliche Einschusslöcher. Und nun ist eigentlich die Saison für mich gelaufen. Ja, wir gucken mal, wird schon. Irgendwas wird ihm einfallen. Garantiert. Solange hoffen wir mal, dass er uns nicht auf den Sack geht. Ganz genau. Also das ist natürlich ein Desaster für uns. Oder für mich persönlich. Macht keinen Spaß. Trotz Ruhestand packt Roger immer noch gerne mit an. Aber jetzt heißt es für den ehemaligen Geschäftsführer wohl tatsächlich Zwangspause. Im Dauercamper-Bereich schaut unterdessen Enrico bei seinem besten Kumpel Mike an der Südküste vorbei. Nach dem langen Winter treffen sich die beiden endlich wieder. Mike! Sie kennen sich schon seit 2 Jahren. Hey, Lenny! Ostküstenfreund! Na? Ja, hat dich wiedererkannt nach dem Winter. Sitz. Sehr fein. Hey, bist du aus dem Winterschlaf, aber? Grüß dich, mein Lieber. Na, alles klar? Ja.
Ostküste, Südküste? Ja. Ja, die Südküste war fleißig. Ich sehe, guck dir an, ist unglaublich. Nicht nur ich war fleißig und habe mich um den Frühjahrsputz gekümmert, sondern auch du hast hier im ganz großen Stil Rollrasen verlegt. Ich sage dir, Enrico, es wird jetzt künftig an der Südküste Golfturniere geben. Ich bin schon eins unter Paar. Oh, ja. Aber der, also der Rasen, der Rollrasen sieht gut aus, aber ich sehe, da sind ja noch so ein paar. Jetzt frisch gemacht, oder? Gestern. Hast du selbst gearbeitet? Ich habe selbst auch Hand angelegt, aber ich hatte einen Zuschneider und Verleger. Ich habe nur Hilfsarbeiten gemacht, ich habe nur getragen. Dank meiner Wahnsinns-Oberarme. Wenn du dieses Mobilheim sehen würdest, in welcher Glanz es erstrahlt, du hättest mich sofort angerufen, weil Qualität wird an der Ostküste gemacht. Ja. Ich hätte dir den Rollrasen noch besser verlegt, als er jetzt verlegt ist. Kaum ist der Winter wieder vorbei und da ist sie wieder, die Küstenrivalität. Mike natürlich der Südküstler, Enrico der Ostküstler. Mike, Enrico, guck mir an. Du hast das schon Golfturniere, sehr sauber anwächst. Barfußpartys wird es hier geben. Körper werden sich über diesen Rasen wälzen. Es wird einfach, ist ein Traum. Aber grundsätzlich finde ich eine schöne Idee, auch mit der Treppe. Hm? Habe ich extra für dich gemacht, damit du dich in Zukunft diszipliniert meinem Grundstück näherst. Ah, okay. Soll ich mal üben? Ja, üb mal. Auf dieses neue Areal. Mhm. Nur noch über diesen Weg. Wenn er denn mal fertig ist. Perfekt. Siehst du, der Erziehungsfaktor sitzt schon. Alles gut. Du, ich habe noch ein bisschen Zeit. Was hältst du davon, wenn wir mal eine Frühlingsbegehungsrunde machen? Mal gucken, was so passiert ist im Winter. Ich war im Winter ein paar Mal hier und hat sich schon ein bisschen was getan. Hervorragende Idee. Also es ist extremst viel passiert dieses Jahr. Über Winter und Frühjahr haben wir natürlich richtig Gas gegeben, volle Hupe. Es ist auch wirklich gigantisch, sich das anzuschauen. Auf dem Platz ist mittlerweile einiges in Bewegung. Die ersten Camper rollen an und machen es sich auf den knapp 420 verfügbaren Touristenplätzen bequem. Der erste Ansturm ist versorgt. Die Camper kommen allein zurecht. William nutzt die kurze Pause und checkt die Sanitäranlagen, genannt Pippi Lounge. Neue Wasserhähne sollen her. Ich hoffe mal, dass das ausreichend ist und dann kicken wir mal. Und Handwerkeln. Also jetzt. Ja. Ich muss jetzt hier gleich erstmal einen Wasserhahn wechseln. Max hatte die tolle Idee. Das erinnert mich natürlich etwas an letztes Jahr. Da gab's eine Havarie pünktlich zum Saisonauftakt. Naja, genau das, was ich gesagt habe. Hier oben drin ist der alte Frostschaden. Ja, ich bin schuld. Ja, William, du hast den Fehler gemacht. Schon letztes Jahr hat Jürgen gesagt, dass die Wasserhähne weg müssen. Tja, hat er. So einen lieb gemeinten Ratschlag, den sollte ich doch nächste Mal besser annehmen oder es auch etwas vorzeitiger tun und nicht gerade jetzt hier, wo so viel Stress ist, noch auf den letzten Drücker den Waschhahn tauschen. Wir verändern jetzt ein funktionierendes System. In der Hoffnung, ihr kriegt das hin. Und dann kicke doch mal. Chrom. Schick. Jetzt muss der nur noch auf das Waschbecken. Top, brauchen wir mal einen Akkuschrauber. Da kann eigentlich nur schief gehen. Vielleicht aber doch. Ene ist schon weg. Ich muss erstmal jetzt für mich kurz hier sammeln. Ach du Scheiße. Da fängt's ja schon an. 128 verschiedene Sachen, die ich hier anbauen muss. Oh nee. Oh nee. Ist klar. Ach, sieht das alle doch. Oh Gott. Ja, war ja klar. Warum noch nicht? Ist wahrscheinlich immer. Ja, na klar. Ja, hier unterm Waschbecken? Ich habe hier gerade Familie Zarke vor mir stehen, die aber nicht gebucht hatten. Du musst sie einfach bitten, jetzt kurz zu warten. Ja, okay, mach ich. Ja? Ja. Alles klar, danke. Okay. Tschö. Tschö. Die Gäste müssen natürlich jetzt mal ganz kurz warten, bis ich hier den ersten Teil abgebaut habe und dann eilig vor und hole sie sofort ab. Verdammt noch mal. Gaswasserinstallateur bricht mal noch. Ach, okay, hier auf dem Fußboden von der Toilette. So. Ist genau mein Ding. Das wäre Licht. Wie ist denn das da fest? Das hält dann hier mit heißer Luft und Liebe, oder was? Ich nehme jetzt den Kampf mit dem Wasserhahn hier auf. Ist keine Option, jetzt hier Onkel Jürgen anzurufen, dass der mir mal kurz hilft. Das mag ich nicht. Ich wechsle den jetzt hier alleine und dann ist gut. Ist alles verrostet. Boah, das klickert mir hier ins Auge.
Wie kann denn das von einem Jahr so schnell zerrosten hier? Es ist nicht die Möglichkeit. Und das ist das, was ich liebe, wenn das klingelt. Ja, schon nervig. Ich meine, der Platzwart nicht da, die Putzhilfe nicht da, der Gaswasserinstallateur, der ist auch nicht da. Und jetzt muss ich hier alle gleichzeitig machen. Ich komm vor, es hat keinen Sinn. Es hat ja keinen Sinn. Nee, ist klar. Ein paar hundert Meter weiter könnte die Lage nicht entspannter sein. Die Dauercamper-Kumpels Enrico und Mike inspizieren den Platz. Ja, was sagst du? Super, oder? Einmal frei. Grün wie dein Rollrasen. Also, der Rollrasen wird mal so grün aussehen, wie diese Platte noch ist. Ich finde es gut, dass sie die ganze Markierung gemacht haben. Finde ich gut, ja. Haben sie super gemacht. Finde ich auch. Letzte Woche passiert. Siehst du? Guck mal, der erste Volleyball-Sand ist auch schon da. Für das Beachvolleyballfeld. Also Spielplatz ist immer natürlich ein Thema. Letztes Jahr haben wir neues Gerüst hingestellt, dann gibt es neue Tischtennisplatten. Volleyballfeld muss natürlich auch immer wieder neu Sand aufgefüllt werden. Also da ist permanent eine Erneuerung natürlich. So, mein Lieber, jetzt kommen wir zum Hicklicht, wie ich so schön zum sage. Was? Zum Hicklicht oder wie du sagen würdest, Highlight. Ja, meiner kleinen Führung über diesen lauschigen Platz. Komm, Mike. Warte. Jetzt kriegst du einen echten Ton, mein Lieber. Ist das der Wahnsinn? Das ist ja alles weg. Alles. Und wenn ich sage alles, wirklich alles weg. Also das waren wirklich alte Dauercamper-Bestände. Die wussten seit Jahren, dass irgendwann dort Game Over ist. Aus DDR-Zeiten sind die Parzellen noch, ja? Also 30, 40 Jahre alt. Da muss man sich vorstellen, da haben die Asbest in den Uferbereich reingehauen, irgendwelche Gerüststangen, daraus Stege gebaut, die Buchsbaumhecken, die eigentlich nicht hier hingehören. Also alles so Sachen, wo wir wussten, dass wir diese ändern müssen. Und dann haben wir faktisch die Fläche, 5000 Quadratmeter, schätze ich mal, sind das locker, haben wir komplett neu angelegt. Jetzt nach Fertigstellung der Fläche haben wir jetzt 30 Touristenplätze, die hier direkt am Wasser sind. Dann fehlt ja nur noch eins. Gibt es denn für diesen Teil schon einen Namen? Ihr an der kalten, windigen, unbeliebten Ostküste? Ja. Wir du an der schönen Südküste? Südküste? An der schönsten Südküste aller Südküsten. Und das war hier ist ja immer die Westküste gewesen. Aber weil die Plätze, die Stellplätze, die da hinkommen, so wirklich einen 1A auch Sonnenuntergangsblick haben werden, haben wir sie intern während der Winterzeit schon umbenannt. Und die Goldküste. Wir sind Brüder im Geiste. Goldküste, mein Lieber. Goldküste. Ja, so ein bisschen bin ich schon stolz, dass die Jungs erkennen, dass wir hier die Arschbacken zusammengekniffen haben. Und ob das nun Goldküste ist, für uns bleibt es die Westküste. Jetzt musst du aber mal sagen, die Stellplätze, du stehst direkt am Wasser, hast den Blick auf die Havel. Es ist unglaublich. Es gibt auf der Wentorf-Insel ab sofort einen neuen First-Class-Platz, den es bisher nicht gegeben hat. Und das ist diese Ecke hier. Das ist eigentlich das neue Highlight der gesamten Wentorf-Insel. Dieser Platz hier am Ende. Selbst dieser Reiher dort, Mike, weiß es schon. Ich habe eine Idee. Ja? Wir verlassen die Ostküste und die Südküste, ja? Holen uns einen Wohnwagen und haben unseren neuen Stellplatz. Wessens Altersvorsorge wollen wir auflösen? Deine oder meine? Also nur für die erste Saison erstmal. Ja? Komm. Okay. Es ist schon klar, die Plätze da unten sind für Touristen, ist Premium-Bereich, wird sicherlich teurer sein, ganz klare Sache. Für Dauerhänse gibt es hier keinen Platz. Noch sind die Goldküstenstellflächen leer, andere füllen sich dafür. Neue Camper sind da und um die muss William sich jetzt erstmal kümmern. Na? Ja. Gute Anfahrt, ja? Ja, sind wir relativ entspannt. Friends. Hi. Moin. Grüße. Ihr einer mehr als geplant. Wir müssen runterfahren, gucken. Die Mission ist die, wir müssen jetzt gucken, dass wir zwei Camper auf einen Stellplatz stellen. Und wenn wir Pech haben, haben wir nicht genug Platz. Und dann muss halt einer unten stehen und einer muss hoch in den Wald. Und wir können ja nur das machen, was im Rahmen des Möglichen bei uns ist. Ne?
Abfahrt! Mit den Anreisen im Schlepptau geht es ab in Richtung Leuchtturmspitze. Ja, Porsche. Sagt ihr, der Platz erwacht zum Leben. Ihr kriegt es schon mit. Das wunderbar. Volle Kraft. 21,5 km/h. Moin. Schneller jetzt nicht. Reicht doch. Jetzt muss nur noch ein passender Stellplatz für die Spontancamper her. Genau. Voll, voll, voll. Ach du meine Güte, hat Heik mir dann dabei gedacht. Wie lange seid ihr zusammen? Oder wie lange ist einer? 6,70 bin ich. Der andere auch, war? Sieht doch, nee, länger ist der. 6,70, 7. Das Stellplatz-Tetris beginnt. 11. Könnt da auch nur ein Vorzelt aufbauen. Zwei Wohnwegen auf einen Stellplatz kriegt man irgendwie immer hin. Ja, wenn man jetzt gerade sagt, wir brauchen nicht so viel Platz. Dass jetzt wir ein Vorzelt aufbauen wollen, könnte schwierig werden. Ich würde fast sagen, guck mal, wenn der frei ist, guck mal, der Platz ist größer. Na ja, dann passt mit der Peter wieder am Sonntag mit Ruf, ja. Dann schiebst du einen vorwärts schön weit drin, dann kannst du einen quer hinstellen. Genau. Ja, aber die beiden Busse hoch. Ja. Der Leuchtturm ist ja eine kleine Landzunge und ein kleiner Zipfel. Da ist ja der Platz generell schon begrenzt. Und deswegen gehören PKWs generell auf den Parkplatz. Ihr macht so, dass es passt und dann ist gut. Ja, was anderes, wenn ihr zu zweit unten stehen wollt, kann ich das leider anders nicht machen, ja. Alles gut. Wir sehen uns. Ciao. Also die werden sich das jetzt schon untereinander auskasten. Und dann heißt es mal wieder herzlich willkommen im Himmelreich. Der Platz füllt sich. Die Tische im Restaurant sind leer. Noch. Das soll sich ändern. Mittlerweile ist Gastrochef Maximilian von seiner Besorgungsfahrt zurück und ist mit der Arbeit seines Teams sieht erstmal soweit okay aus. Zufrieden. Das Tagesmenü für heute steht und blubbert auch schon. Dank Aushilfskoch Schulzi. So, na? Letzter Check. Läuft. Alles soweit fertig. Spare, du bist gleich fertig. Ja, geil. Lecker, lecker. Ja, den Personalwechsel gab es nicht nur im Service, sondern auch in der Küche. Wir haben uns leider auch von Leroy getrennt. Das war einfach zum Schluss dann auch nicht mehr machbar. Deswegen haben wir uns im Guten getrennt. Und somit freue ich mich immer wieder aufs Neue, wenn uns der Schulzi aushilft. Können wir immer alle gemeinsam noch mal durch. Denn die Suppe haben wir fertig, Spargelsuppe. Klar, der Burger, normale Schnitzel, natürlich auch noch Currywurst, Pommes. Okay. Stehen wir doch. Ich denke auch. Rocken wir, Alter. Oh, Gott. Jawohl, Aufregung kommt. Jetzt wird's noch Zeit, dass die Gäste einflattern. Und die bringen erfahrungsgemäß viel Hunger mit. Die Küche ist bereit. Aber wie sieht es mit dem Rest von Maxis Team aus? Denn auch hier steht heute eine Premiere an. Sodla, Endspurt. Na, gut. Alles vorbereitet. Wie weit seid ihr? Habt ihr alles eingeräumt, aufgefüllt? Jo. Sind die Tafeln geschrieben? Wissen die Leute Bescheid? Stehen die draußen? Ja, müssen wir erst mal gucken, wie wir das so rocken. Aktuell haben wir natürlich überall an allen Ecken und Kanten die Kopfschmerzen, personell unterbesetzt zu sein. Es hat sich leider so herausgestellt, dass jedes Jahr immer das gleiche Problem aufkommt. Und es ist wirklich sehr, sehr anstrengend, nervtötend. Dann nehmen wir jetzt Feuers, sehen zu, dass der Tag, dass wir uns im Mund machen. Feuer frei, David. Jo. Toppinger. Sehr schön. Na dann, hacken Jas. Ich gehe in die Küche, wenn man ist, schreit da. Und sonst toll, toll, toll für heute, ja. Alles klar. Machen wir. Bis später. Und damit heißt es Essen fassen. Willkommen im Restaurant. Die Camper haben ihre Stellplätze bezogen. Jetzt kann William sich wieder um den Austausch der Wasserhähne in den Toilettenwägen kümmern. Zumindest so lange, bis die nächsten Gäste auf der Matte stehen. Wo waren wir denn stehen geblieben? Beim Schrauben bestimmt. Das überlässt William meistens lieber anderen. Aus gutem Grund. An. So. Dann müssen wir das Wasser noch kurz ausdrehen. Und dann schrauben wir die zwei Schrauben ab. Und dann sollte das eigentlich gewesen sein. Wenn man das richtige Werkzeug hat. Ich krieg's einfach nicht auf. Man kann nicht immer um Hilfe schreien. Es ist auch keiner da, der helfen kann, wegen unterbesetzt. Ich bin hier alleine. Ich muss das hinkriegen. Und
eigentlich bin ich auf den Kopf gefallen und eigentlich sollte ich es hinkriegen. Eigentlich. So. Da ist es. Und hier sieht man jetzt auch fantastisch die Schraube, die sich einfach nicht lösen lässt. Na mal, was muss ich denn jetzt machen? Ich drehe jetzt erstmal das Wasser aus, bevor jetzt hier noch ein Unglück passiert. Eine Überschwemmung gab es nämlich erst letztes Jahr. So, jetzt sind das eigentlich, würde das sein, ein 15er? Oh, größer gibt's ja nicht. 17er. Größer, ja. Ja, da merkt man schon, dass das doch nicht so meine Welt ist. Meine Welt sind andere Sachen. Ich kann alt bedienen, was ein Motor hat. Was Großes, was Kraches, was laut hat, was PS stark, irgendwie so. Aber nicht mit einem Schraubenzieher einen scheiß Wasserhahn wechseln. Das ist auch nicht der 18er, das ist auch einfach der 19er, hoffe ich. Es ist der 19er. Natürlich, der 19er ist es. Vielen Dank für diese Aufgabe hier am Eröffnungswochenende. Wahnsinn. Ja, das war sowieso jetzt, also eigentlich halt ein ganz gutes Gefühl, wie groß irgendwie der, aber dass ich mich jetzt dreimal verguckt habe. Soll ich das verdammt noch mal richtig, Jana? Ist das hier als chinesisch oder was? Hot Kult. Kult left. Nee, andersrum. Heiß links. Warte mal, rot ist warm. Rot kommt links. Ey, wie das Wasser da rausläuft. Jetzt bräuchte man eigentlich so eine Zange, mit der man das macht. Aber ich bin wie Iron Man, ich brauche keine Zange. Schraube ich so rein. Der Iron Man am Chromwasserhahn. Ja. Klingt schon mal gut. Aber es wäre besser, wenn dann gleich noch alles dicht ist. Sehr gut. Wenn jetzt gleich noch warmes Wasser kommt. Ich hab ja die Therme an. Das war so klar. Kalt wird warm und warm wird kalt. Ach, scheiße. So, das lassen wir so, dass das klar ist. Mir egal. Den Wasserhahn kann man schon mitnehmen, wa? So, tipptopp, klar. Abfahrt. Sanitärinstallation im MacGyver-Stil. Hauptsache, das Wasser läuft. Die Camper werden das schon lernen. Nach und nach trudeln immer mehr Campinggäste ein. Anfahrt und Aufbau machen hungrig und so ist das Platzrestaurant des Himmelreichs schnell bis auf den letzten Platz besetzt. Du kannst auch schon mal zweimal Nuggets mit Pommes für die Kinder machen, die für die Eltern, das buche ich gleich den Hauptgang. Ne? Okay, und zweimal Nuggets mit Pommes. Dann sind Sie schon mal beruhigt. Insgesamt 3 Burger. 3 Schnitzel. Im Rekordtempo bringt Maxis Gastro-Team jetzt die deftigen Leckereien auf die Teller. Und zu den hungrigen Campern. Hey, Wille. Ja, alles gut? Naja, so wie jedes Jahr, dann kommt dies und das noch dazu, wa? Dann ist ja hier noch ein Wasserrohr. Und hast du was von Vater gehört? Wollen wir den mal anrufen? Hast du dein Handy am Start? Soll ich mal eins nehmen? Ja, mach. Komm, lass hier mal anrufen, mal wenigstens fragen, was bei dem... Was bei ihm nicht richtig ist. Ja, oh, du hast mit Wort aus dem Mund genommen. Vater, haben wir jetzt den ganzen Tag nicht gesehen. Das ist schon komisch, ja. Normalerweise gerade an so einem Tag wie heute sieht man ihn natürlich und er ist präsent, aber mal schauen. Ich denke, wir sollten ihn mal anrufen, mal nachfragen. Ob es ihm noch gut geht, ob alles in Ordnung ist. Gerade am Eröffnungswochenende, also. Was macht er? Na, geht's. Machst du? Schlecht. Schlecht. Ist ja auch für dich Premiere, war das erste Mal komplett ausgebremst, genau zum Start. Ja, aber ist nicht zu ändern. Na gut. Alles klar. Wann stellt, Jungs? Kurier dich aus. Bis dann, ne? Gute Besserung. Bis. Ciao. Tschüss. Ja, sah schon kacke aus, wa? Naja, der macht das Beste draus. Hauptsache, er macht ein bisschen ruhig und das gut. Das am Anfang der Saison hier so eine beschissene Voraussetzung zu haben, Personalmangel, Fadern ist ausgefallen, also das könnte schwierig werden. Schwierig, anstrengend, Zeitraum, nervenraubend. Oh, weia, ja. Mal sehen, was dazu bringt. Wir gucken mal. Es hilft aber nichts. Jetzt heißt es Augen zu und durch. Denn die Saison ist eröffnet.